1. Willkommen zurück. Immer noch Kapitel 4. Nicht sehr viel geschafft, aber immerhin einiges gesehen. Jetzt geht's zu Leslie rein und mal schauen, was uns dort erwartet. Wahrscheinlich Zombies und Fallen. Alter, erschreck mich doch nicht so. Tja, mein Handy ist auch an. Das haben wir jetzt alle gehört. Oh, macht die Tür auch nicht so laut. Zu. So, noch mehr Pistolenmunition. Ich glaube, bald können wir nicht viel mehr tragen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir es auch gleich brauchen werden. Streichhölzer. Er ist da runter. Trottel. Okay. Boah, erstmal schön im Untergrund. Gut, dass wir eine Lampe dabei haben, aber vielleicht wird es auch nicht ganz so dunkel da drin. Eine neue Waffe. Irgendwie ist er was. Wow. Ich werd verrückt. Ja, wahrscheinlich war da die Waffe drin, die man schon früher bekommen hat. Durch den DLC. Wahrscheinlich kann man da jetzt durchgucken und dann sieht man was Krasses. Ja, dass zum Beispiel alles rot leuchtet. Na komm. Kontrollpunkt. Schön. Siehst du, das hätten wir auch in der vorigen Folge machen können. Ganz egal. Eine Flasche, falls wir was zum Ablenken brauchen. Noch mehr Munition. Das ist immer sehr gut. Das bin ich aber nicht. Leslie, oh ja, da ist er. Dr. Jimenez ist da. Beruhige dich. Warten Sie, Doc. Ich glaube, da kommt was. Hier ist was. Beruhige dich. Oh, so irgendwas Matschiges. Wow! Fuck you. Was schrecklich ist. Bleib ruhig. Huch. Ich bin eine Bombe. Nein. Nein. Du musst keine Angst haben. Ich mach dich platt, Digga. Wow. Boah, da ist ja noch einer. Nein, bleib genau hier. Oh, Motherfucker, ey. Sind Sie noch da draußen? Hauptsache, ich werde unsichtbar. Hier zu bleiben wäre Selbstmord. Ist man hier nirgends sicher? Eher unwahrscheinlich. Oh. Kann nicht raus. Kann nicht raus. So, nach einem kleinen Hustenanfall bin ich wieder da. Ja, bin wohl noch ein bisschen erkältet. Schnupfen habe ich auch noch. Naja, weiter geht's. Nichts wir passiert. Los, da hinten ist Glibber. Ich will Glibber haben. Kann nicht weg. Kann nicht weg. Dankeschön. Ich nehme wieder meine Pistole. Boah, die sind ja voll arschig, die Viecher, wa? Und noch mehr Glibber. Schauen wir mal eben.
Können wir die hier nämlich wieder reinsetzen? Wieder Spritzen. Ah, wir haben zwei Spritzen. Achso, ich habe gar keine Munition für die andere. Dann lassen wir es so. Ich würde sagen, dann gebe ich mir gleich mal eine. Oh ja. Schon geht es mir viel besser. Die Treppe ist weg. Wir müssen alle gemeinsam den Verstand verloren haben. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Verstand verloren. Oh Gott. Nein. Ja, schon wieder. Ruvik. Tatsächlich. Leslie. Wer zur Hölle sind Sie? Nein! Nicht hinterher! Was zur... Doktor? Okay. Leslie? Fuck. Genau das hätte ich auch gesagt. Meinte ich es nochmal da hinten lang? Hui. Ah ne, ich soll wohl durch diese Tür durch. Wow! Oh nee, nicht wieder in diesem Krankenhaus. Was geht hier vor? Erstmal raus aus der Glibber. Alter. Gib mir Glibber. Ich weiß nicht, ob ich das hier benutzen sollte. Oh shit. Okay. Geht's in eine Tür rein? Guck mal, da steht X. Also hier so ein Kreis, dass man da nicht rein darf. Wow. Hier ist eine Leiter hoch. Wie nehme ich diese lieber? Ah ja, gucke mal. Was zur Hölle? Oh. Okay. Sit. Ah, scheiß drauf. Da ist nämlich noch einer. Zack. Easy. Platsch.
Oh oh. Nicht so weit nach vorne. So, Entschuldigung fürs ganze Rumgehuste. So, jetzt soll es besser sein. Okay. Ich glaube, ich muss hier wegrennen nachher. Nein. Ah, Mann. Ist ja auch schrecklich. Zack, mal kurz einen Schluck nehmen. Pause muss auch mal sein. Was? Nein. Oh Gott. Das war knapp. Wow. Meine Fresse, ey. Oh, lauf! Nein! Ja, sehr gut. Oh, ja, super. Nein! Oh. Boah, das gibt's ja wohl nicht. Ich treffe das Teil nicht einmal. Oh fuck. Oh. What? Ach du Scheiße. Oh. Rennen die jetzt alle hier hoch? Ah! Oh, wo ist die Tür? Ja, genau. Oh. Weiter. Wo sind sie? Oh. Ja, genau, geh da lang. Ganz gut bekommen. So, werden wahrscheinlich alles ohne Waffen machen können, aber scheiß drauf. Der noch nichts übrig gelassen war. Kleinen Bitches. Na, gibt's mehr Ruhe oder? Immer automatisch angehen muss, war. Nee. Na komm. Ich frage mich, ob die darauf reagieren, ob das Licht an ist oder nicht. Okay, hier ist verschlossen.
Oh Gott. Fuck you. Munition alle. Munition alle. Warte, ich hab doch noch. Nein! Das wollte ich doch nicht. Komm schon und bam. Oh Gott, da ist ja noch jemand. Oh, ich muss wahrscheinlich hier rein. Scheiße, weg hier. Nein. Oh Gott. Kann man es wieder aufmachen? Oh mein Gott, was mache ich hier? Oh, hier geht's runter. Gott, ich kann nicht schneller. Oh. Oh. Okay. Ja, fuck you, dich mach ich weg, ey, bevor du aufstehst. Alter. Ich weiß nicht, hätte man das Ding töten können? Hab den auf jeden Fall gut einen mitgegeben. Ach du Scheiße. Und weiter geht's. Wow. Hallo? Alles klar. Du bist natürlich sofort weggebumst. Hoffentlich müssen wir jetzt nicht nochmal die ganze Zeit weglaufen. Und wieso werden die jetzt alle unsichtbar? Das ist doch voll gemein. Ich will auch unsichtbar sein. Oh! Und weg hier. Mal hier. Was willst du, verdammt? Boah. Und dann sofort links rum. Da ist rechts auch eine Tür, nein. Oh. Und weiter geht's. Au. Na, ja, dafür habe ich auch eine neue Waffe verdient. Meine Fresse, ey. Ich glaube, ich hätte es nicht töten können. Aber wo sind wir hier eigentlich? Wie weit geht's denn hier nach unten? Wow! Komm. Ach. Alter. Mhm. Alter, überall wollen sie dich töten, wa? Gib mal den einen Schuss.
Schauen wir mal, ob wir auf ihn schießen müssen oder ob wir abfahren müssen. Kam er hier schon? Da kam er. Ah, okay. Gott. Ah, es geht schneller als zu laufen. Jo. Oh, Kapitel 4. Fertig, sehr schön. Ging ziemlich fix. Dann würde ich sagen, machen wir auch mal Schluss. Speichern wir noch schnell. Zack, speichert. Und dann sehen wir uns, wenn es heißt Kapitel 5, Innere Tiefen. Vielen Dank, tschüss.